Hallo und herzlich willkommen zur zweiten Folge von Assassin's Creed Unity. Ja, wir stecken also in der Haut von Arno, haben unseren Vater quasi verloren und sind dann jetzt mehr oder minder beim Stiefvater. Und irgendjemand hat noch eine Aufgabe für uns. Wer war denn das? Moment. Da müssen wir mal eben einmal schauen. Oh, ich weiß, was ich vergessen habe. Das hier mit den Truhen. Egal. Das soll jetzt erstmal bewusst sein. So, wer ist denn hier? Ist es das? Dringende Nachricht an MD Law Cyril? Oder ist es das? Ne, das sind wir dann wohl selber. Das ist ein Nummernpunkt, was auch immer das ist. Nummernpunkt. Nummernpunkt. Was ist das? Was? Kokarde? Ja. Irgendwelche komischen Trophäen wahrscheinlich. Na gut. Also, wenn ich das hier richtig checke. Ach, Moment mal, da ist doch auch was. Hui! Ach Gottchen. Das war aber Mudic. Genau, da war ja noch eine Kiste, wo wir uns, ja, oder wo wir nicht rankommen durften vorhin. Hey, das war doch eine schöne Pose. Auf mit dem Fuß. So, dann mach mal auf. Spielen Sie Nomad-Mission, was? Spielen Sie Nomad-Mission in der App Assassin's Creed Unity Companion, um diese Truhe zu öffnen. Na toll. Okay, das heißt, hier gibt es ein paar Sachen, die wir so gar nicht können, um nur den Kram gemacht zu haben. Es ist eine dringende Nachricht für den abwesenden MD La Serre eingetroffen. Er muss gefunden werden und den Brief umgehend erhalten. Die Generalstände. Sequenz 1, Erinnerung 2. Na gut, machen wir das mal. Wurdest du endlich rausgeworfen? Oh, das würde euch gefallen, nicht wahr? Es breche mir das Herz. Olivier, wäre ich nicht hier, wer würde dann eure Arbeit tun? Geh und striegel die Pferde, Bursche. An die Arbeit. Certainement, Monsieur. Ja. Na, die sieht aber auch nicht mehr aus wie die neueste. Ey, da ist eine Truhe hinten drauf. Was gibt es, mon ami? Ein Brief für Sieur de la Serre. Er ist dringend. Oh, immer ruhig, Blut, Perrault. Der Brief wird Monsieur de la Serre auch nicht schneller erreichen, wenn ihr vor Erschöpfung tot umfallt. Gebt ihn mir. Ich hole ihn ein. Er muss ihn heute noch lesen. Es ist äußerst dringend, ja. Das sagtet ihr bereits. Er wird ihn bekommen. Oha. Und jetzt sind wir quasi Postbote. Aber wollen wir noch mal gucken. Das mit den. Ah, cool. Die Dinger gibt es also auch noch. Dass wir da mal hinterherkommen. Und hepp. Und hepp. Aber gut, das war vielleicht nicht unbedingt so schlau. Kann man da nicht irgendwie rüber? Ah, okay, so geht's ein bisschen besser. Komm schon. Muss doch mal hier versuchen. Mann, der ist ganz schön schnell, der Sack. Schaffen das aber noch. Wow. Und hopp. Autsch. Okay, jetzt haben wir ein kleines Problem. Ja, müssen wir abkürzen. Komm, hopp, hopp. Hopp, hopp. Noch schneller. Oha, aber echt schon geschmeidig, was er da kann. Falsche Kutsche. Verdammt. Was ich brauche, ist ein Aussichtspunkt. Ah. So kommen sie also ins Spiel. Alles klar. Willkommen in der Datenbank.
Vollbildmodus ansehen. Das kann man da. Okay. Hallo, wir kennen uns nicht, aber du kannst mich Schaun nennen. Schaun? Okay. Ich wollte nur mal kurz was anmerken. Es scheint, als hätte Abstergo eine wirklich wunderbare historische Datenbank zusammengestellt, die du verwenden kannst, während du so durch die Gegend läufst. Leider haben ihre Historiker der ganzen Sache einen gewissen, nun sagen wir mal, eine eigene Sichtweise verliehen, die sie gerne vermitteln wollen. Damit meine ich, dass die Templer sind und deshalb, was? Dass die Templer sind und deshalb die Templer denken. Und dass sie Lügen über Menschen verbreiten, die keine Templer sind. Also gehe ich in der Datenbank, gehe ich die Datenbank einfach durch und ergänze sie um ein paar Fußnoten zur Erklärung. Damit du ein Bild bekommst, das ein bisschen ausgeglichener ist. Also ich versuche, das alles auszugleichen. Ich gebe mir die größte Mühe. Man sollte unbedingt immer nach Ausgleich streben. Oder zumindest sollte man das im Hinterkopf behalten. Oder vielleicht erwähne ich das hier einfach bloß und lasse dich dann selbst entscheiden. Ich will hier wirklich niemanden kritisieren, denn sie haben sich durchaus Mühe gegeben. Aber diese Geschichte ist so trocken wie etwas Gefriergetrocknetes, das man trocken gereinigt hat und das jetzt unter einem chronisch trockenen Mund leidet. Oha. Dass man dann in der Sonne gelassen und danach in den Ofen geschoben hat. Ja, das ist eklig. Außerdem will ich versuchen, das Ganze ein klitzekleines bisschen lesbarer zu machen. Das Wort klitzeklein wird aber nicht noch einmal auftauchen. Französische Revolution. Ach, mein Gott. Wieder eine ganze Menge. Einmal kurz überfliegen. Ah, naja, gut. Das scheint jetzt nicht so super Wichtiges zu sein. Wir wollen zum Aussichtspunkt. Hui. Ah, komm schon. Bisschen behäbiger ist er. Huch. Das sah gerade sehr merkwürdig aus, der Sprung. Ey. Komm schon. Hopp, hopp, hopp. Da ist eine Kiste. Die können wir nicht hier lassen. Ist die hier? Hallo? Was zeigt er auf uns so? Geh mir weg. Ich will noch eine Kiste. Oh, sagt er da noch? Ich glaube, das fanden die jetzt nicht so gut. Na, da kämpfen? Okay, ja, das ist jetzt bescheuert. Das ist aber mal jetzt richtig bescheuert. Das heißt, man muss durchgehend online sein. Oh Mann. Wie behindert ist das denn? Na gut, dann mache ich mal ganz kurz hier ein Päuschen und wir sehen uns dann gleich wieder. So, da sind wir auch schon wieder. Ja, war jetzt irgendwie ganz bescheuert. Also ich brauchte jetzt eigentlich nur mal einmal auf den Knopf drücken, dann hätten wir direkt weitermachen können. Naja, so ist das halt. Ja, wir gehen ja schon, wir gehen ja schon. Das ist schon verstanden, dass ihr nicht beklaut werden wollt. Kann ich ja irgendwo auch nachvollziehen. So. Ach, da ist er. Hubala. Dann mal rüber da. Dum, 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 dum. Das scheint auch noch irgendwas zu sein. Das haben sie cool gemacht. Also sehr geschmeidige Animationen hier. Super. Kommt man da so hoch? Jo. Und da sind wir gleich oben. Zack. Auch mal synchronisieren. Wie man auch die ganzen Bürger hier sieht. Das ist sogar relativ weit. Aber nicht zu weit. Also bei dem Platz sieht man auf jeden Fall nichts mehr. So, sehen wir jetzt die Kutsche? Ah. Generalstände, 5. Mai 1789. Da seid ihr ja. Okay. Dann. Moment.
Rechter Trigger. Haben wir doch gemacht. Ach, jetzt. Ach, sollte natürlich auch ziehen. Ziehen, ja. Mhm. Zielen. Dun, dun, dun. So. Huch. Der ist aber auch extremst agil. So, jetzt lasst uns mal durch hier. Machen. Okay. Ja. Alles klar. Also einfach mal hier so ein bisschen. Na, jetzt müssten wir doch eigentlich relativ sicher sein. Datenbank. Im Hotel des Minus Plaisirs in Versailles wurde von Louis den 15. in Auftrag gegeben, um die Organisationen, die für die Ausrichtung der königlichen Zeremonien und Feste verantwortlich waren, zu beherbergen. 1789 wurde es bekannt als Versammlungsort der Generalstände. Während der Revolution diente es als Gerichtsgebäude, als Kaserne und als Brotvermittlungszentrum. Ein Großteil des historischen Gebäudes wurde 1800 nach dem Verkauf an eine Privatperson zerstört. Heute beherbergt es das Centre de Baroque Mystique de Versailles. Also. So, sind wir hier jetzt immer noch richtig? Ich würde sagen, oh, das war knapp. Jetzt aber. Ja, wir sind ganz lieb. Ich dachte immer, das sind Wachen. Huch! Haben sie mich... Ich dachte gerade schon. Ja, Minikarte zeigt den Status ihrer Gegner an. Gelb und misstrauisch. Rot, wenn sie sich in offenen Konflikt mit ihnen befinden. Ja, die waren eben misstrauisch alle, die Säcke. So. Wo wollen wir denn jetzt überhaupt genau hin? Moment. Darüber? Die untere Galerie finden. Das heißt, wir sollten uns vielleicht hier mal... Hier sind keine Wachen. Da ist eine. Ob wir da einfach so jetzt hochkommen? Probieren's einfach mal. Dum, 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 dum. Oh, oh. Checken das. Au! Könnt ihr denn nicht, den kann doch nicht einfach schießen. Okay, das war vielleicht eine etwas dumme Idee. Kann sich hier irgendwo verstecken? Nicht runterfallen. Arno? Moment. Können wir das nicht? Ja, dann ist das aber auch ziemlich dämlich gewesen, hier überhaupt erst hinzugehen. Muss ich ja mal so sagen. Ich muss sagen, was ist da jetzt ein Adler? Oh. Vielleicht nicht so gut. Wenn man gerade nicht sehe, ja? Okay. Eine goldene Tür. Da würde ich gerne rein. Einfach mal so hinter ihm. So, ganz vorsichtig. Dun, 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 dun. Hallo. Ah, hier sind wahrscheinlich auch Wachen, ne? Hm. Da drüben ist eine Kiste. Scheinen doch keine Wachen zu sein. Was haben wir denn da? Bestimmt auch wieder nur diese 100. Ja. Na gut. Mal sagen, wir sollten rund... Ah, Moment mal. Da hinten war doch noch was. Das habe ich genau gesehen. Ist das eine Wache? Nein. Keine Wachen hier. Okay. Um.
noch angezeigt. Doch nicht. Okay. Hier soll auch irgendwo noch eine Kiste sein. Bestimmt unten, ne? Nee, will ich jetzt aber auch noch haben. Hey, gehst du mal runter? Komm schon. Noch Luft da. Ja, guck mal. Haben wir sogar eine Ecke gefunden gehabt, wo man viel einfacher ohne Probleme hochkommen würde, ohne gesehen zu werden. Naja. Egal. Okay, dann gehen wir mal runter jetzt da. Auch interessant, dass die uns hier einfach so langlaufen lassen. Also, wir haben ja hier noch so ein Siebel. Das sind auch keine Wachen, ja? Gut, gut. Was ist denn immer dieses Adler-Symbol? Ach so, ne. Hm, keine Ahnung. Ich kenne Rollstände. Hm. Ach Gottchen. So viel Text. Naja, ich würde mal sagen, das interessiert uns jetzt eigentlich alles erstmal nicht. Es ist echt schon wieder zu viel. Da würden wir echt extrem viel Zeit verlieren. Und das muss ja nun wirklich nicht sein. So. Oh. Ist auf jeden Fall eine Wache. Hinter der Tür. Wenn wir uns dazu stellen, reicht das? Entschuldigung. Was heißt denn dieses... Ich verstehe es gerade nicht wirklich. Egal. So, wir gehen dann jetzt mal hier hoch. Gucken mal, was hier so geht. Können wir hier wachen? Negativ. Da sind sie. Mhm. Irgendwo hier. Hm. Wer ist jetzt unser Ziel hier? Ja, Platz da. Eck. Kann man den nicht mehr irgendwie so drücken? Oh, Hehe. Hat nichts getan. Alles gut. Naja gut, die beruhigen sich auch relativ schnell. So. Wo sind denn... Ah, okay, wir dürfen das nicht die ganze Zeit spammen. Daran liegt es. Das heißt, wenn das Adlerauge wieder bereit ist... Ja, das ist die Frage. Ja, Platz da. Alter, sind das Chili hier. Weg da! Oben vielleicht irgendwo? Ah, Platz hier. Weg. Kannst du doch nicht... okay. Hier kann man nicht wirklich sich durchquetschen. Kann man darauf? Auch nicht? Hm. Ich bin mir auch nicht sicher, ob die hier irgendwo einfach in der Menge drin ist. Da oben vielleicht? Hm. Nichts zu sehen. Ja, guck mal. Ich stehe nicht mehr in der Reihe. Hm. Kann ich hier nochmal schauen? Aber es ist hier nichts zu sehen. Ja. Könnte der denn jetzt sein? Kann man da nicht irgendwie vorsichtiger durch? Hm. Ist er das da vorne?
Nee. Okay, hier sollten wir uns vielleicht nicht hindrängeln. Verstehe ich nicht, wo soll denn der sein? Hey. Lass uns doch mal. Ohne Witz. Die lassen uns hier nicht mehr durch. Jetzt. Gott, oh Gott, oh Gott. Ey, da. Schnell rüber hier. Gucken wir dann da oben nochmal. So. Hier ist doch auch niemand zu sehen. Ha. Könnte der nur sein? Kann doch nur noch da oben irgendwie sein, aber da kommen wir gar nicht hin. Kommt man denn da hin? Da vielleicht durch. Nehmen wir das mal. Wie? Das geht nicht? Okay, da soll wirklich da irgendwo in dieser Zone sein. Wow. Das ist er wirklich. Ich verbanne nicht die beiden schon wieder. Die müssen mir gefolgt sein. Ich weiß genau. Ach nö. Haben sie uns gesehen gehabt? Ziel lokalisiert. Unter die Bühne gehen. Wie machen wir das am schlausten? Aha. Tja, und wer oder was übernimmt dann? Ein neuer König? Ein Rat aus fähigen Männern? Das ist die Frage, nicht wahr? Eine Waffenruhe. Worum bitte ging es da bloß? Autsch. Nun kommt, wir können das doch sicher ohne Blutvergießen klären, oder meint ihr nicht? Schnapp ihn, Hugo! Hugo? Wohl eher nicht. Ach Mensch, Hugo. Uko! Komm her! Na komm, Uko! Schlag zu! Katsching! Katsching! Zack! Zack! Ruhig, mein Großer! Ach, der Zer will jetzt auch noch. Ist der denn. Hallo? Au! Katsching! Schämst du dich denn nicht? Wie hieß du nochmal? Ich weiß nur noch Uko. Machen wir es mal so. Aha. Na? Katsching! 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 Ah! Na, Uko. Oha! Jetzt darf ich hiermit zwei in mich anlegen. Uns beide auf einmal schafft er nicht. Haha, von wegen. Na? Uko, ganz schön nicht mehr. Blocken ja gar nicht, die Säcke. Nicht gerade dein Tag, oder, Viktor? Auf euer Wohl, meine Herren. Du, Bursche, halt! Was machst du da? Weglaufen! Wachen in Blau sind Ordnungshüter. Wenn sie jemanden in deren Sichtfeld attackieren oder töten, werden sie sie angreifen. Ja. Die haben jetzt natürlich... Hui! Eigentlich... Au! Oh! Die ballern ja. Sind die denn des Wahnsinns? Naja. Katsching. Ich würde Platz machen. Wow! Die sind ja gar nicht ohne. Katsching. Boah. Wow. Oh, krass. Okay. Das Spiel ist um einiges schwieriger wieder geworden. Das finde ich gut. Naja gut, ihr werdet jetzt wahrscheinlich sagen, nee. Aha, Noob und so. Ja, gebe ich zu. Schon lange her. Komm, nochmal.
Katsching. Ach, fuck. Ich hab's auch gerade nicht drauf, die richtigen immer zu wählen. Oh. Na, das sah doch jetzt gar nicht schlecht aus. Haha. Katsching. Lieber so, als dass sie uns beschießen. Die blocken irgendwie gar nicht. Das finde ich gut. Ja. Katsching. Und sich. Ach, geil. Dann kann sie wieder plündern. Das finde ich gut. Eine Schleife. Was hast du dabei? Mein Freund. Altes Gewand. Und du? Medizin voll. Medizin voll. Kann ich dann. Ach, guck mal. Da. Da haben wir doch schon was gelernt. Kann ich denn jetzt nochmal? Weil Medizin voll, ne? Fehlt doch aber noch einer. Eins, zwei, drei. Haben wir nicht gerade vier kaputt gemacht? Es waren wohl doch nur drei. Ich glaube, wir sollten mal abhauen. So. Na, guck mal hier. Ey. Die Gebärte, geh weg. Da ist ein Kistchen. Komm zurück, du Stinker! Ich hab hier 20 Zentimeter. Willst du mir verarschen? Pariere Angriffe, ausgewichen Angriffe. Okay, das war wohl richtig. Vielleicht lebst du etwas länger, wenn du dich verpisst. Spinnst du? Parcours laufen. Ja, wissen wir. Ja, wissen wir. Ja, wissen wir. Nee. Uiuiuiuiui. Kämpfe sind echt. Boah, fordernd. Ja. Kamera ist. Wow. Also mit der. Boah, ist das übel. Mit der Kamera komme ich noch nicht so ganz klar. Alter! Alter! Wow. Okay, krass. Mit denen sollte man sich vielleicht nicht einfach so anlegen. Oh Mann, oh Mann. Krasse Scheiße, wie die einen auf die Fresse hauen. Das ist ja heftig. Da drüben war das. Das würde ich jetzt nämlich gerne nochmal eben probieren. Kann ich angehen hier? Wo willst du hin? Wir würden dir gerne den Ausblick von der Speerspitze zeigen. Ja, mein Freund. Zu dir wollte ich. Ja, du Bürger. Ah, müssen aufpassen hier. Ja. Au. Alter. Oh, krass. Okay, man kann also selbst da noch blocken. Boah, böse. Na, mein Freund, jetzt bist du alleine. Jetzt bist du nicht mehr so stark, wa? Wow. Alter. Schnell eine Medizin, ne? Alter, wie viel hält denn der aus? Alter! 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 Oh! Und schon nur noch eine Medizin. Ah, müssen echt aufpassen. Was? Wir waren noch schneller eigentlich. Warum? Warum? Alter. Der Typ geht echt ab. So. Oha. Gegner erinnern sich, wenn ein Konflikt beendet ist. Interessant. Also sie erinnern sich an uns dann. Irgendwelche Kirschbomben.
Alter. Wie viel haben wir jetzt noch? Ein. Wow. Okay, wir haben jetzt schon eine ganze Menge Lebenspunkte einfach sinnlos verbraten. Oh Gott, ne. Ja. Ist halt so. Oh, 300. So, keine Ahnung, wofür das gut ist. Das wird man schon auch rauskriegen. Oh, Respekt. Ganz schön agil, der Kerl. Hopp, hopp, hopp. So, was sollen wir denn jetzt eigentlich tun? Das habe ich jetzt nicht mehr so richtig... Wow. Okay. Ich meine, wir sollten eigentlich den Brief wegbringen. Ja. So eine ganze Menge. Was ist denn das jetzt? Geschäft. Da werden wir jetzt mal hin. Da werden wir mal hin. Und mal gucken, was im Geschäft so Feines zu kaufen gibt. Dum, dum, dum. Hopp. Was ist das? Achso, das ist zum schnell hochkommen. Und rüber da. Und hopp. Na, da hinten muss er sein. Da hinten muss er sein. Ja, da ist er. Und hopp. Und hopp. Ach ja, wir müssen hier auch jetzt auf Wachen aufpassen. Kommen wir denn hier drin? Da. Guck, guck. Ja. Medizin. Okay. Na, vielleicht sollten wir mindestens zwei noch mal dazu kaufen wieder. Ja, komm. Besser ist das. Nicht, dass wir noch aus den Socken... Aber wir haben 800. Ja, damit. Scheiß drauf. So. Besser. Haben wir zumindest schon mal einmal eingekauft. So. Dann mal hoch hier. Das ist auch schon wieder irgendwo. Ich glaube, da drüben, hm? Hier irgendwo. Da drüben. Ist der? Das ist auch bestimmt wieder mindestens 100. 300. Siehst du mal. Da haben wir doch schon einen guten Start, würde ich sagen. Zumindest so, was das Medizin-Ding angeht. Naja. Zumindest was das Neukaufen angeht. Kommen wir darüber? Tatsache. Nicht schlecht. Nicht schlecht, der liebe Arno. Hui. Da ist noch irgendwo einer. Na, wo bist denn du? Ich wollte jetzt eigentlich nicht auf den Kopf steigen. Die ganzen Dinger hier, Mensch, mein Gott. Kommt da gar nicht dazu, hier mal irgendwas zu tun. Was ist das? Was ist denn das? Karten. 1 von 8. Okay. Was sind denn die? Ein kreisförmiger Aufnäher, der meist an einem Hut getragen wird. Revolution, Farben, moderne Farben, bla bla bla. Okay, das hat also was damit zu tun. Okay. Dann reicht mir das auch schon erstmal an Infos. So genau wollte ich das jetzt nicht wissen. Nee, nee, nee. Lasst mich mal in Ruhe. Ich wollte euch jetzt nicht nochmal... Weil ist da noch so ein Dicker bei? Wenn da kein Dicker... Ach, nee, nee, lassen wir das lieber. Hallo. Der da auf der Kante drauf. Unglaublich. Irgendwo da hinten ist unsere Mission. Hopp, hopp, hopp. Ich will da hin. Irgendwo. Was ist denn da hinten los?
denn hier los? Hä? Was macht er denn da? Ach, ein Feuerspucker. Ja, Moment, das müssen wir uns doch mal hier mal eben anschauen. So viel Zeit muss sein. Und ein Jonglierer. Oder ein Jongleur. Jonglierer, Jongleur. Einer, der jongliert halt. Das Feuer sieht jetzt nicht unbedingt so prall aus. Komm, mach mal was. Attention, attention, ne? Ja, dann zeig ich auch was. Nimm einen Schluck und spuck raus. Ah. Macht das jetzt? Ne, irgendwie nicht. Das finde ich jetzt schade. Also so viel hätten sie sich schon die Mühe machen können. Naja. Will jetzt nicht zu viel meckern. Bis jetzt gefällt mir das Spiel eigentlich sehr gut. Von daher. Wachen in der Nähe, wenn wir hier schon am Boden rum. Was ist denn das? Achso. Weil hier und so. Komm. Will mich dahin pflanzen. Geht das nicht? Hä? Kann man sich da nicht mehr hinsetzen? Interessant. Hm. Na gut. Da sind Wachen. So, also ein bisschen aufpassen hier. Schick, schick. Sieht schon schick aus hier, was muss man sagen. Na gut, genug rumgeeiert. Ey, findet er nicht gut. Haben wir ihn anscheinend ein bisschen wehgetan. Oha, der ist ja nochmal um einiges agiler. Lass noch einen laden. Na gut, das wird bestimmt dasselbe sein. Wobei, gammelt hier draußen rum. Bestimmt sein Sinn und dann Zweck haben. Genau das gleiche. Na gut. What's da? Weg da. Weg da. Dass wir hier irgendwie in Wachen reinrennen. Alles gut. Halt. Da kann man noch rein. Hopp. Siehst du mal. Oh, jetzt sind wir sogar inzwischen schon zu weit. Ups. Oh, was ist denn hier? Quatschen. Da hängt Heu in der Luft. Ist nicht mehr. Hm, schippst du auch? Ah, okay. Einfach auf dem Boden. Du bist ja eine Sau. Entschuldigung. War nicht beabsichtigt. Na, hörst du auf zu klettern? Klettermaxe. Hup. Darf ich auch rein? Hup. Moment. Entschuldigung. Ich muss da mal vorbei. Hier sind wir richtig. Das kommt mir heimisch vor. Erinnerung 3. Die Haut de Follet. Elise bricht morgen früh nach Paris auf. Arno muss sich auf den Ball im Palais de Versailles einschleichen, um den Abend mit ihr zu verbringen. Na gut. Dann machen wir das einfach mal. Bonsoir, Olivier. Ist Monsieur de la Serre schon zurück? Monsieur de la Serre wird heute erst spät erwartet. Ah, gut. Vielleicht werde ich dann etwas Zeit mit Elise verbringen. Mach dir nur keine Hoffnungen.
Mademoiselle ist bei einer privaten Soiree, zu ihren Ehren, im Palast. Eine Feier? Ich bin nicht eingeladen. Die Pferde ja auch nicht. Bestimmt hat sie meine Einladung nur verlegt. Ich komme da schon rein. Ah, wie spät ist spät? Vielleicht in einer Stunde, vielleicht in drei, vielleicht auch gar nicht. Ich hinterfrage das Kommen und Gehen meiner Herrschaft nicht. Dann warte ich einfach hier. Wie? Einfach hier warten? Zum Büro gehen sollen wir. Ich sehe da noch ein Schätzchen. Ist das drin? Das ist oben, hm? Kommen wir da durch? Ne. Dann muss es ja wohl irgendwo oben sein. Kommen wir auch innerhalb des Hauses? Ne. Das ging an dem anderen Ding auch schon nicht. Oh. Da. Ja, damit. Wir brauchen Cash. Und nochmal 100. Und nun? Da drüben? Ist das das Büro? Auch nicht? Hä? Ja, was sollen wir jetzt hier? Hä? Ich schieb ihn einfach unter der Tür durch. Er wird ihn sehen, wenn er zurück ist. Ja. Was ist denn hier? Le tragique. Zu deprimierend. Okay. Das hätte er aber auch mal früher sagen können. Was ist hier? Eine Abhandlung über die Welt und das Licht von Descartes. Hab es nie zu Ende gelesen. Na gut, also Brief durchschieben. Bitte, sicher abgeliefert. Und nur ein bisschen zu spät. Nun denn, auf zum Palast. Ach, so würde ich selbst in der Kanalisation auffallen. Erst recht auf einem Ball. Na komm schon, mon ami. Lass mich dir das abnehmen. Vielen Dank, junger Mann. Na, was hat er jetzt vor? Sich selber was schnitzen? Ich bin mal gespannt. Oh ja. Maximilien Robespierre. Kein Gast. Arnaud. Le Chevalier du Telem. Die Einladung, s'il vous plaît. Ah, ja, ich hatte natürlich eine, aber auf dem Weg... Kein Zutritt, ohne Einladung. Nun trete zur Seite. Nächster, bitte. Mäh, war klar. Charles Gabriel Siver, zwei Gäste. Nächster, bitte. Tja, tja, so kommt man auch rein. Also müssen wir wieder vor Wachen aufpassen. Ich jetzt gerade gar keine sehe. Zum Büro sollen wir. Den Palast infiltrieren. Dafür müsste man überhaupt erstmal Probleme sehen. Ah, okay. Gehen wir mal hier rum. Ist hier irgendwo eine Tür, die eventuell auf ist? Wahrscheinlich nicht. Einfach sollen wir da oben irgendwie rennen. Feuerwerk? Oh, schön. Schön. Ja, das sieht aber wirklich schick aus. Naja. Das war jetzt aber knapp. Toi, toi, toi. So. Kommen wir da nicht irgendwie ran? Das
Problem ist, wenn wir da jetzt so direkt durchgehen, da sind auch noch Wachen. Da auch, da auch. Gehen wir mal einmal drüben schauen, wie das auf der anderen Seite aussieht. Ist da Wasser? Tatsache. Da ist ein Deich. Na doll. Blup. Was war das? Er hat hier seinen Elk aufgemacht. Ich sehe es gerade nicht. Schade. Einfach klang das so, als wenn es von hier. Alter. So, da haben wir auf jeden Fall zwei Wachen. Kommen wir noch nicht hoch? Das war nicht so eine schlaue Idee. Bin mir auch nicht sicher, wenn wir jetzt hier einfach hochgehen, wie die das alle finden würden. Vielleicht hinter der Wache aufs Dach? Naja, Versuch macht klug. Würde ich mal behaupten. Probieren erstmal die Leiter. Leiter sag ich schon. Ist klar. Laterne, wobei das bringt uns auch nicht hier, ne? Nö, das bringt uns eigentlich gar nichts. Nee, dann lasst uns nochmal hier einmal durchquetschen. Und uns dann mal einmal hier umschauen. Ah, guck mal, die bewegen sich sogar. Gucken wir mal. Stellen wir uns jetzt einfach hier zu denen hier. Schauen uns das Ganze einfach mal eben an. Die Wache interessiert sich auch nicht für uns. Das wäre die Chance, sag ich jetzt einfach mal. Komm schon. Jo. Hoch da. Zack ich. Ach, da geht's nicht hin. Okay. Dann machen wir halt einfach den Weg hier. Dum, 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 dum. Na, komm schon. Ach, blöde Statue hier. Oh, kommt da ganz elegant dran vorbei. Krass. Oder drüber. So. Da. Müssen wir jetzt. Upsala. Wenn das so ist, uns hier keiner. Das war klar. Ja, das war jetzt auch absolut nicht so geplant. Überhaupt nicht. Jetzt ist die jetzt vorbei. Aha. Okay. Also probieren wir es nochmal. Kann ja nicht angehen hier. Dies kann ja nicht angehen hier. So, einmal hier durch. Das wissen wir schon. Dup, 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 dup. Einmal zügig hier durchquetschen. Was? Wollte gerade sagen. Gehen die jetzt hin? Verdammt, da hätten wir mitgekommen, wenn wir schnell gewesen wären. Was ist jetzt mit euch? Geht ihr oder bleibt ihr? Ne, die waren das. Genau. Ich gehöre dazu. Kommt schon. Hopp, hopp, hopp. Ich da direkt reinlaufen. Jetzt. Da drüben ist auch nicht da. Sieht gut aus. Und hoch da. Zackig, zackig, zackig. So, jetzt dürfen wir aus der Sichtweite sein. So, jetzt müssen wir das nochmal vorsichtiger machen. Das war ja eben voll für ein Po.
Aber das mit dem Runterklettern, das habe ich noch nicht so ganz. Ah. Hier. Aha. Geht doch. So, jetzt sind wir auf jeden Fall schon mal drin. Und hier sind Wachen. Na, super. Der dritte Stand begehrt auf. Was wird überhaupt gefeiert? Was machen wir denn da jetzt? Gibt ja nur den Weg. Na, haben wir schon. Danke, dass du uns nochmal unterbrichst. Und schwupp. Oh, ein Billardtisch. Oder ein Pooltisch. Hui. Okay. Dum, 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 dum. Muss nicht irgendwo in die Arme laufen. Das wäre jetzt fatal. Oh. Da war eine Tür aufgegangen. Was macht er? Bleibt er da? Oder da einfach nur so dumm. Ah, super. Ach, okay. Ob man da so einfach rüber geht, nicht, oder was? Dun, dun, dun. Was soll ich denn jetzt hin? Hä? Da, nee. Hä? Was ist denn, Elise? Fuck. Na, jetzt wird er doch wohl auch nicht hingehen, oder? Der muss da hinten abgebogen sein. Na schön. Okay. Jetzt ist die Frage, müssen wir jetzt... Hä? Ich raff's gerade nicht. Okay, scheint nicht hier zu sein. Ja, eigentlich doch auch gleich da. Was? Komm, runter! Lasst ihr mich rein, wenn ich das tue? Was? Natürlich nicht! Nun denn, wenn es keinen Unterschied macht, dann bleibe ich lieber hier. Nein, nein, du kommst her! Du kommst her! Okay, wieso sind die orange? Ah. Oh. Gehen wir mal lieber hier rum. Bringt uns das anscheinend nichts. Okay. Wir müssen da irgendwie rein. Aber. Ich sehe euch dann im Garten, ja. Natürlich. Wieso funktioniert das jetzt gerade nicht? Garten. So, so. Der ist auf jeden Fall weg. Was ist mit dem anderen jetzt? Der ist da. Ich habe keine Ahnung, was der jetzt zu sagen hat. Mit seinem Gelb. Hallo. Keine Ahnung. Keine Wachen mehr hier. Das sind auch gelbe. Was hat denn das zu bedeuten? Ich wäre euch dankbar, wenn ihr das nicht erwähnt. Madame. Achso. Die sollte man belauschen. Das waren Gesprächsinformationen. Naja. Wo ist Elise?
verehrt ihr mich mit diesem Tanz, junger Mann? Nee, tut mir leid. Wir wollen zu der da. Ja. Und dann würde ich sagen, was ist denn jetzt los? Okay. Elise-Folgen werden wir dann erst in der nächsten Folge machen. Ich hoffe, ihr habt soweit Spaß gehabt. Und ja, wir sehen uns dann in der dritten Folge. Auf bald!